Nachhaltigkeit geht uns alle an und auch auf der Boot wird das Thema großgeschrieben. Zum Beispiel mit dem Blue Innovation Dock. Die Plattform für Nachhaltigkeit und Wandel bringt Visionäre, Politiker und Investoren zusammen, um die Branche fit für die Zukunft zu machen. Das ist die Plattform für alle Themen rund um Nachhaltigkeit. Unser Ziel ist es, hiermit wirklich die Innovation und Nachhaltigkeit in der Branche voranzubringen. Wir wollen hier die große Politik hier dabei haben, aus Berlin, aus Brüssel, aus ganz Europa, aber auch die Prominenten. The Ocean Tribute Award is a fantastic opportunity to really spotlight projects that are doing amazing things for our planet. And I'm really pleased that Boat Düsseldorf is able to support these endeavors. Nachhaltige und ökologische Projekte bekommen in der Love Your Ocean Themenwelt eine Bühne. Es sind über 100 Partner, die sich engagieren für gesunde Gewässer, für gesunde Ozeane. Und die kommen aus Gesellschaft, aus Wissenschaft und auch aus der Industrie. Und wir sind sehr froh, dass wir hier praktisch so eine Dialogplattform haben. Es ist ein Paradies. Wir haben einen großen Workshop-Bereich, wir haben viele Mitmachaktionen, wir haben auch einen Relax-Bereich, wo man Meeressound und Musik wirklich genießen kann. Und Umweltschutz muss man ja immer international denken. Und hier auf der Boot verbinden sich dann tatsächlich die Wassersportfreunde zu so einer Art Weltgemeinschaft. Wir haben alle das gleiche Interesse. Wir lieben die Meere, wir lieben die Gewässer und wir halten uns gerne dort auf. Und dieses gemeinsame Interesse, das muss der Motor sein. Ich bin hier mit meinem Sohn, weil ich glaube, dass es eben für die Generation extrem wichtig ist, ganz früh schon darauf aufmerksam zu werden, was eigentlich los ist und was man tun kann. Ich weiß, wie wichtig es ist, dass wir jetzt der Umwelt helfen, sonst ist das irgendwann zu spät, sonst können wir da nicht mehr dran ändern.